Heute erzähle ich euch was über das wahrscheinlich kleinste Bäumchen der Welt. Und aus der Hexenküche gibt es heute echt was Cooles. Bleibt dran! Die Sani vom Wilden Steinwerk begrüßt euch natürlich wieder recht herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie letzte Woche schon angekündigt, geht es heute um Nägel, Haut und Haare. Für mein wunderbares Gericht aus der Hexenküche, da machen wir halt einen kleinen Rückblick über so ziemlich alle Kräuter, die wir bisher gefunden haben. Da gehe ich grob einmal sammeln und dann gibt es ein echt cooles Kartoffelgericht. Also heute geht es um den Ackerschachtelhalm. Früher hat man das Kraut auch Zinnkraut genannt und tatsächlich viele Jahre zurück, also da reden wir schon von Tausenden von Jahren, da waren es richtig große Bäume und jetzt sind es tatsächlich nur noch so kleine Pflänzchen, die aussehen wie Bäume. Gell? Da habe ich eigentlich in der Nahaufnahme danach noch ganz, ganz was Tolles zu zeigen. Auch für die Kinder ist das wieder ja, einfach schön zu erforschen. Und für uns haben wir ein Erkennungsmerkmal dabei, das wirklich den Ackerschachtelhalm vom Sumpfschachtelhalm zu 100% unterscheidet. Also freut euch drauf und macht euch am besten schon mal auf die Suche. Warum sammle ich mir den Ackerschachtelhalm? Das ist tatsächlich so, ich nehme ihn ausschließlich für Tee her. Zum Verkochen habe ihn eigentlich gar nicht auf meinem Programm steht. Da eignet er sich, wie ich finde, nicht so gut. Vielleicht einmal ganz im Frühjahr, dass ich mir die Triebspitzen nehme und einfach nur in der Pfanne anbrate. Aber da müsste es ganz, ganz, ganz jung sein. Jetzt würde ich auf jeden Fall raten, und wir haben ja schon so viel Tee jetzt gesammelt zusammen. Wir haben Birkenblätter, wir haben jetzt Holunder, die Linde, wenn ihr es nicht vergessen habt, müsste schon im Petto sein. Und auf jeden Fall kommt der Ackerschachtelhalm ganz, ganz, ganz wichtig mit dazu. Warum? Weil das einfach das Bindegewebe stärkt, für Haut, Haar und Nägel unerlässlich ist. Wichtig zum Wissen beim Ackerschachtelhalm ist, dass man den als Kur verwendet. Also es nützt nichts, heute eine Tasse und die nächste Tasse Tee erst wieder in 4, 5, 6 Wochen. Das würde nichts nützen. Der Ackerschachtelhalm, da müssen wir einfach an die Kieselsäure ran und die Kieselsäure entwickelt sich nicht eben mit einer Tasse Tee. Da muss man eine Kur machen. Wie kann so eine Kur vonstatten gehen? Da trinkt es einfach mal 5, 6 Wochen jeden Tag eine Tasse Ackerschachtelhalm-Tee. Und deshalb jetzt unbedingt trocknen. Ich tue mir diese mini kleinen Bäumchen, die tue ich mir tatsächlich so nehmen. Du es einfach trocknen und tue es dann, wenn es ganz, ganz trocken ist, so in mein Glaserl rein. Und dann zerfällt es eigentlich eh schon in alle Einzelteile. Wenn ich mir einen Tee koche, dann ist das Allerwichtigste. Und das muss man wissen. Das wird nicht wie jeder herkömmliche Tee gekocht und mal heiß aufgefüllt oder kann man sogar einen Kaltansatz machen. Da ist ganz wichtig, dass das köchelt. Und den Ackerschachtelhalmtee, den lasse ich tatsächlich Minimum 20 Minuten sanft dahin köcheln. Wer den jetzt nicht unbedingt innerlich einnehmen möchte, man kann sie zum Beispiel mit dem Ackerschachtelhalmtee auch eine tolle Haarkur machen oder eine Spülung, die man eben nach dem Kopfwaschen mit auf die Haare gibt. Manche nehmen es auch nur als Haarwasser mit her und reiben sie das Ganze auf die Kopfhaut ein. Also das stärkt einfach unwahrscheinlich wegen der Kieselsäure. Aber wichtig eben, nicht vergessen, Kieselsäure braucht lange Kochzeit. Oder wenn jemand zum Beispiel mit dem Zahnfleisch Probleme hat, dann wäre meine erste Adresse auch auf jeden Fall einmal der Ackerschachtelhalm. Und dann gibt es natürlich auch bei den Frauen diese böse Zellulitis, Ackerschachtelhalmtee. Unbedingt. So, für unser Kartoffelgericht ist ganz, ganz wichtig, dass wir einiges an Giersch sammeln. Da sieht man nochmal mit Blüte den wunderschönen Doldenblütler. Gell? Die Zahl 3 ist ganz, ganz wichtig beim Giersch. Da schaut es einfach vielleicht nochmal das dazugehörige Video an. Ich verlinke das nochmal. Dann haben wir da das Labkraut. Da habe ich auch schon mal einen Film dazu gemacht. Das ist ganz wichtig. Da sammelt ich mir jetzt auch eine ganz kleine Schüssel voll. Alles wird danach nur zusammengehackt und kommt einfach zum Kartoffelgericht mit dazu. Da haben wir dann den Gundermann. Da sieht man schon, ich habe das jetzt einmal ein bisschen gelöst. Gell? Der macht ja immer bei den Blattansätzen, wie man es da oben sieht, so kleine Wurzeln, damit er sich wieder fest im Boden verankern kann. Den brauchen wir auf jeden Fall auch. Da nehmen wir jetzt 3, 4 solche Ranken mit und dann reicht es schon wieder fürs Mittagessen.
Und da natürlich holen wir uns noch die Vogelwirke. Das wird tatsächlich einfach nur Deko, die Blüten, weil das einfach farblich so, ja, so genial ausschaut. Also da sind wir jetzt beim Ackerschachtelhalm. Da sieht man schon, also das schaut ja wie so ein kleiner Baum aus. Die Glieder sind alle eigentlich fast identisch, werden nach oben hin natürlich immer dünner. Das ist aber bei ganz, ganz vielen Pflanzen so. Dann das Interessante, natürlich vor allem für die Kinder, den Ackerschachtelhalm, den kann man zerteilen, seine Einzelteile. Das geht übrigens mit dem Sumpfschachtelhalm ganz genauso. Also das ist noch nicht das großartige Erkennungsmerkmal. Was ist jetzt wichtig? Passt mal auf, wenn man diese äußeren Fäden, die kann man ja auch immer zurücknehmen. Internodium sagt man da. Und die nimmt man mal bis zu dem letzten Glied zurück. Dann schaut das Ganze so aus. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Wenn also das innere Krönchen, das hier, dieses Krönchen, wenn das kleiner ist als die äußeren, und da sieht man das ganz gut, seht ihr, die äußeren sind viel, viel länger als das innere Krönchen, dann ist es der Ackerschachtelhalm. Wäre das Ganze umgekehrt, würde es ja so ausschauen jetzt von der Weite, dann könnte man sicher sagen, dass der Sumpfschachtelhalm ist. Und da muss man unbedingt drauf achten, weil hier ist ja natürlich das Wichtige, wer die Kieselsäure will, dann nutzt eben nichts, wie ich schon vorher erklärt habe, dass man einfach eine Tasse trinkt. Kieselsäure, da muss man einfach eine Kur machen. Und wer die Kur macht, der trinkt natürlich jeden Tag eine Tasse mindestens Ackerschachtelhalmtee. Und das würde bedeuten, dass wer nicht den richtigen hat, der würde ja 6 Wochen lang was Falsches trinken. Und dann hat man natürlich wirklich ein Problem. Heute gibt es aus der Hexenküche meine Kartoffelsonnen und wie die die ganz genau macht, das erzähle ich euch jetzt. Also aufgepasst, eigentlich ist alles wieder wie bei mir immer ganz, ganz einfach. Ihr nehmt euch Kartoffeln und natürlich einen Apfelmax, also den Apfelmax, den liebe ich wirklich sehr. Und wie gesagt, nicht nur für die Äpfel, die nehme ich anderweitig ganz, ganz oft mit her. Ich suche mir natürlich ein Gemüse aus, das sich noch locker schneiden lässt. Da gehört jetzt die Kartoffel auf jeden Fall dazu. Und dann schaut her, wird das einfach eingeschnitten, nicht ganz durchgeschnitten, aber richtig runterdrücken, seht ihr es, dass unten noch verschlossen ist, aber oben schon die Sonne zu sehen ist. Da mache ich jetzt einfach mal 4, 5 Kartoffeln. Einen habe ich schon vorbereitet. Genau, machen wir noch eine mit dazu. Heute sind wir nur zu zweit zum Essen. Aus diesem Grund habe ich einen Stein gewählt, der dann für zwei Leute genau perfekt ist. Und das ist der normale Ofenzauberer. So, dann wird gewürzt. Da darf wieder jeder nehmen, was er mag. Ich habe da so ein Kartoffelgewürz. Dann kommt Olivenöl mit dazu. Da braucht man jetzt nicht so sehr sparen. Dann wird nur durchgerührt. Und dann kommen diese schönen Sonnen einfach auf meinen Ofenzauberer. Wenn ich das Ganze mit Zwiebeln mache, habe ich auch schon vorbereitet, dann tue ich bloß ein bisschen vorritzen, weil die Schale von der Zwiebel natürlich ein bisschen härter ist. Aber wir mögen das ganz, ganz gern, wenn auch eine Zwiebel mit dabei ist. So, das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen. Ich habe auf 220 Grad eingeschaltet. Da lasse ich es circa mal 20 Minuten drinnen. Und nach 20 Minuten kommt mein Feta-Käse mit dazu. Während die Kartoffeln jetzt noch brauchen, mache ich dabei meinen nächsten Arbeitsschritt schon mal fertig, weil das schadet nicht, wenn die Tomaten mit Butter und Olivenöl und meinem Girschkonzentrat, wenn das Ganze ein bisschen durchziehen darf. Aus diesem Grund beginne ich da jetzt gleich. Ich habe jetzt einfach eine kleine gusseiserne Pfanne da und habe einen Sesam mit rein. Den Sesam mag ich einfach ganz gern mit geröstet haben. Kommt ein bisschen Butter dazu. Und natürlich Olivenöl. Schalte die Platte noch ein bisschen runter. So. Und da gebe ich die Tomaten mit rein. Das Ganze kann noch ruhig ein bisschen köcheln. Ja? Auf ganz kleiner Stufe. Und wenn sie das so richtig schön verkocht hat, dann kommen am Schluss
meine Wildkräuter mit dazu. Also ich habe jetzt, ja, Gundermann, ich habe Giersch, ich habe alles genommen, was wir bisher gefunden haben. Auch die Vogelwicke habe ich mit dabei, weil das einfach eine total schöne Deko noch ist. Das alles wieder klein schneiden. Da habe ich schon ziemlich, ja, Öl und Butter mit drinnen, weil sie sonst der Kartoffel einfach nicht schön essen lässt. Ich möchte jetzt heute nichts mit Schmand machen, ich möchte es jetzt tatsächlich nur auf der Ölbasis belassen, Öl- und Butterbasis. Und deswegen brauche ich trotzdem ein bisschen Flüssigkeit. Die Flüssigkeit bringen mir natürlich auch die Tomaten. So seht ihr das, kocht sie wunderbar zusammen. Von meinem Gierschkonzentrat, das ist jetzt nichts anderes wie Salz, Zwiebel und ganz, ganz viel Giersch miteinander vermixt. Und schaut her, da reicht wirklich so eine kleine Zugabe, reicht da aus. Dann schmeckt es einfach schon mal, ja, total nach Kräuter. Da warte jetzt ganz kurz und ich hole euch wieder dazu, wenn es schon fast ans Anrichten geht, oder besser gesagt, ich hole euch dazu, wenn ich den Käse mit dazu gebe. Kartoffeln sind jetzt einmal 20 Minuten im Ofen fest. Ist natürlich noch nicht ganz fertig. Da kommt jetzt einfach der Feta da mit rein. Feta wird nicht gewürzt, gell, weil der Feta mit sich selber schon so salzig ist. Da braucht jetzt überhaupt nichts Großartiges zusätzlich dazu würzen. So, da hinten kommt ein bisschen mehr dazu. Zwiebel kommt auch was drauf. So, das lasse ich jetzt schon 15 Minuten noch mit drinnen. Genau, wunderbar. So, kommen die Kartoffelsonnen wieder in den Ofen zurück. Bis meine Kartoffeln fertig sind, erzähle ich vielleicht noch ganz kurz was zu meinem interessanten Getränk. Da habe ich jetzt drinnen alles, was man bisher gefunden hat. Also ich habe einen Gundermann drin, ich habe einen Giersch drinnen, ich habe Ringelblumen drinnen, die haben wir jetzt noch nicht großartig besprochen, ist eigentlich keine Wildpflanze, aber die ist mir trotzdem ganz, ganz wichtig, weil sich die, also erstens unabhängig davon, dass sie sehr gesund ist natürlich, macht sie die in einem Tee super gut, weil die so wunderbar die Farbe hält, wenn man es getrocknet hat. Also Ringelblume ist auch fast ein Muss, wenn man sich ein bisschen mit, ja, gerade so mit so speziellen Getränken beschäftigt. Genau, was habe ich noch drin? Und Holunder, bevor er jetzt verblüht, habe ich mir die letzten Tage noch gedacht, unbedingt das noch ausnutzen, dass er so herrlich frisch noch zu haben ist. Auf jeden Fall mit so einer wunderbaren Schorle, da habe ich jetzt einmal ein bisschen selber gemachten Traubensaft drinnen und Wasser. Geht es natürlich auch mit einem gekauften Traubensaft ganz genauso machen, dann habt ihr es einfach mal schön aufgewertet. Auf jeden Fall bei der nächsten Grillparty seid ihr mit so einem Getränk bestimmt der Hingucker. Kartoffeln sind jetzt fertig, ich hole es nur noch ganz kurz schnell aus dem Ofen raus. Wunderbar! Ich muss jetzt einmal tatsächlich ein bisschen in die Kamera halten. So, wer die Steine der Plus-Generation hat, das sind ja die Steine, die unten das Wappenmuster haben, die kennen, wie ich, die Kartoffeln auch gerne mal bei Grill-Umluft-Kombination backen, dann werden die einfach nur mal viel dunkler. So, dann schnappen wir uns so eine Sonne, geben wir es auf den Teller drauf. Da muss ich noch ganz kurz was dazu sagen. Ihr habt ja gesehen, ich habe am Anfang ein bisschen Butter mit rein. Das hat einen Grund, weil Butter und ein bisschen Wasser, das ich dann noch zum Kochen mit dazugegeben habe, das macht eine so eine schöne Emulsion. Dann verbindet sich, dann schaut das Ganze fast ein bisschen cremig aus. Das macht sie einfach besonders gut, wenn nicht nur so das Fett drauf schwimmt, sondern wenn man glaubt, dass das eine richtige Soße ist. Und das macht eben, wenn die Menge zwischen Butter und Wasser optimal ist. So, da gebe ich jetzt einfach meine Kräuter mit dazu. Das hat vor einer Minute, hätte ich fast gesagt, habe ich das erst weggezogen. Das hat richtig durchgekocht. Sehr schön. Da kann man jetzt einen Salat dazu essen, muss man aber nicht. Ihr kriegt das Bild auf jeden Fall nur mal in der Nahaufnahme. Ich freue mich jetzt auf das Essen und schreibe mir gleich die Family. Ich darf mich bei euch wieder verabschieden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Feedback. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. So macht ihr mich bei YouTube einfach ein bisschen sichtbarer.